Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airport CEO. Es ist jetzt ein Monat und ungefähr eine Woche her, dass wir uns zuletzt das Spiel mal angesehen haben. Also auf diesem Kanal. Heißt jetzt nicht, dass ihr das ja auch nicht getan habt, aber das weiß ich ja nicht. Und wir spielen in der Alpha 26.2 und schon wieder ist die Codierung überlastet. War bei der Anno-Aufnahme heute auch schon. Und wenn es jetzt bei Airport CEO ist, dann ist das wirklich auch das neue OBS-Update. Egal. Wir spielen mit der Alpha 26.2. Allzu viel hat sich gar nicht getan. Weil man arbeitet ja an einigen Sachen, an der Überarbeitung dieses Interface, an dem Flugplaner hier arbeitet man, wie das noch besser aussehen könnte. Gibt es schon Screenshots auch im neuen Devlog. Und ja, was ist denn Neues mit drin? Also außer natürlich wie immer Verbesserungen, alle möglichen Sachen und Bug beheben. Ich sehe schon mal direkt hier die schönen Lichter. Die Lichter gefallen mir schon mal sehr gut. Die waren vorher auch drin. Ich hoffe, man versteht mich normal. Naja, werden wir sehen hinterher. Es ist auf jeden Fall drin ein Boeing 757-200er. Bin mal gespannt, ob wir die heute irgendwie kriegen werden. Neue Gepäck-Sprites wurden hinzugefügt. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen geguckt. Durchaus hier einige neue Gepäcksachen. Das hier müsste neue Grafik sein. Ich glaube, diese mit den Rillen sind eine neuere Grafik und ja, so ein bisschen verschiedene Sachen. Hier mit den Streifen drauf. Vorher gab es, glaube ich, irgendwie nur diese normalen Kästen und den hier. Ne, die anderen müssen, glaube ich, fast alle neu sein. Außerdem wurde ein Ladebalken hinzugefügt. Interessiert euch jetzt beim Video gucken nicht, weil der kommt natürlich vorher. Und es gibt wohl beim Terrain erstellen jetzt auch Felsen, die dann irgendwo mit hin platziert werden. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, habe mir relativ spontan gedacht, ich nehme dafür nochmal eine Folge auf. Denn in der Woche jetzt bin ich nicht da. Kann also die ganze Zeit nichts Neues aufnehmen, sagen wir mal so. Und das passt mir dann alles so mal ganz gut, einfach mal noch eine Folge Airport CEO mit da reinzuknallen. So kann man immer mal einfach machen. Das Schöne ist auch, die Bildbearbeitung, also Videobearbeitung dauert auch nie ganz so lange. Von daher, wunderbar. So, wir befinden uns an 0.44 Uhr. Wir können mal gucken. Genau, einige Flüge müssen neu gemacht werden. Hier sind ein paar Lücken drin, wobei ein paar Lücken wollte ich ja auch mal lassen. Aber hier vor allem bei den Kleinen müssen wir mal ein bisschen nachhelfen. Da ist nicht mehr viel für da. Ich habe einen neuen Vertrag angenommen mit Nordic. Die hier einmal nach Norwegen fliegen. Was haben wir hier? Bosnien-Herzegowina. In den Jordan und in die Türkei. Also die Großen. Könnten wir hier einen noch hinterpacken. Hier kommt einmal einer nach Navoi in Usbekistan. Könnte natürlich hier noch einen hinterpacken, so ein Nachtflug nach oder aus Bosnien. Bis wann bleibt der? 16.45 Uhr. Passt 18.30 Uhr, ganz gut, haben wir ein bisschen Zeit dazwischen. Dann die kleineren. Genau, man sieht jetzt auch, ich glaube, war das beim letzten Mal schon drin? Oh, da bin ich jetzt gerade. War das beim letzten Mal schon drin? Man sieht jetzt hier auf jeden Fall auch die direkten Geldeinnahmen, die das dieser Flug bringt. So, was haben wir denn hier? Wildcat hat auch nur große oder die Medium-Flüge. Skyfly ebenfalls. Ja, genau, macht zu. Oder haben wir mal wieder so einen Bug?
man ist natürlich völlig, also gar nicht möglich, eigentlich einen Bug hier zu haben. Da. Stripe Air hat noch kleine Flüge für uns. Aus Kiew. Ja, warum nicht aus Kiew mit einem kleinen Flugzeug anreisen? Mit einer Cessna. Warum nicht aus Kiew mit einer Cessna anreisen? Was haben wir hier noch? Im Walde von Toulouse. Ja. Sieht doch erstmal nicht so verkehrt aus. Wir können den hier eigentlich für heute ein bisschen nach hinten versetzen. Hallo, nehmen wir das mal weg. Ich sehe nichts. Jawohl. Den hier ebenfalls. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Zeitraum zwischen den einzelnen Flügen. Den hier auch, aber den versetzen wir dann leicht nach vorne. So. Müssen die Leute früher anreisen. So am so mitten in der Nacht. Übrigens, sie müssen 3 Stunden früher anreisen. Toll. Gute Idee. Würde mich überhaupt nicht irgendwie Nerven abfacken oder so. Wie man auch schön auf Neudeutsch ja sagt. Ja, man muss ja mal Stand der Dinge bleiben. Auch was die Wortwahl angeht. Digga. Entschuldigung. Es geht einfach nicht. So, die werden wir hier stehen. Aus Inverin. Aus Ravenna. Aus Altenburg. Aus Kuressaare. In Estland, aha. Und Celle. Ja, die bleiben noch schön die ganze Nacht da stehen. An Geld mangelt es uns eigentlich gar nicht. Und mit eigentlich meine ich an Geld mangelt es uns halt nicht. Wir können tatsächlich mal ein paar mehr Car-Drop-Offs hier irgendwo hinsetzen. Denn da haben wir auch nur die 4 vom Anfang. Wie breit sind die, wenn wir den hier hinsetzen? Na wohl, auf die Seite ist nicht ganz so gut wegen der Busse, glaube ich. Weil das geht natürlich dann hier noch genau. So. Ja, und falls es hier wirklich Probleme mit dem Sound gibt gerade oder irgendwelche Ruckler, ich entschuldige mich dafür. Codierung überlastet, wisst ihr, bei AirPods CEO. Also ich meine, naja, wie gesagt, es ist nicht das einzige Spiel und ich bin auch nicht der Einzige, der da Probleme hat. Ich hoffe nur, man hört es in der Aufnahme nicht allzu sehr. Hatte der gerade ein rotes Licht am Kopf, oder sie? Sah aus, als wäre ein rotes Licht gewesen. Mysteriös. Ach komm, eigentlich können wir hier... Falsch. Können wir hier auch noch die Car-Drop-Offs nebenpacken. Dann haben wir auf beiden Seiten jeweils 3. Das sollte ja dann wohl ausreichend sein, ne? Das sind immer noch die gleichen Meldungen. Finde ich gut, dass sich da auch so viel ändert. A new product has arrived. Genau. Baggage Scanning Station habe ich jetzt auch offiziell. Auch wenn wir die ja schon haben, habe ich die jetzt auch doch endlich dann offiziell uns gekauft. Also offiziell freigeschaltet. Da ist Wein drin, alles klar. Ah, Toilet Requisites. Wie spricht man das denn auf Englisch aus? Requisites. Toilettenrequisiten.
sprich alles, was man fürs Bad braucht. Ich dachte jetzt erst, da wäre eine Toilette drin. So, ja, ich habe eine Toilette aus dem Urlaub mitgebracht. Alles klar. Backpack samt Toilette. Mhm. Was sind denn unsere Fahrzeuge? Achso, die stehen da alle rum und ja, tun nichts. Ja, das ist gut. So muss das sein. Ist ja nicht so, als würden wir hier nur auf das Gepäck warten. Genau, hier fehlen nur noch zwei Leute. Stopp, wo sind sie? Stehen beide direkt davor. Ach, Gott sei es gepfiffen und gepriesen. Gott sei Dank. Das wäre wenigstens schon mal etwas, nicht? Gut. Irgendwas stimmt nicht mit OBS. Naja. Müssen wir damit klarkommen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, rein einfach abbauen. So, er fliegt nach Po. In den Pyrenäen. Und einmal auf die Shetland-Inseln. Und nach Mildenhall. Ja, hatten wir, glaube ich, schon öfter auch mal. Ja, was bauen wir denn jetzt? Das ist jetzt die nächste große Preisfrage. Ich hatte tatsächlich überlegt, dass man hier noch eine weitere Start- und Landebahn praktisch nur für die GAs nimmt. Ne, die praktisch gar nicht, dass sie nicht mehr sich hier in der Quere, in die Quere kommen mit unseren großen Flugzeugen, sondern dass man hier GA komplett hier drauf verlegt. Und die könnte man dann eigentlich theoretisch schön hier so quer drüber legen. Zumindest dann theoretisch. Vielleicht wäre es besser hier. Versuch das mal. Taxiway Foundation. So. Dreier Abstand. 1, 2, 3. Wo müssen wir denn hier ankommen? Ah, da. Da müssen wir also ankommen. So. Brupp. Brupp. So. Gut, müssen wir die dann nachher halt nur noch freigeben, dass die hier nur für GA ist und die da oben eben gar nicht. Vorteil wäre, wir könnten dann auch noch mehr GAs oder mehr die kleinen hier hinbauen. Bis dann bleibst du eigentlich hier. Ach, nur noch ein paar Minuten. Ein paar kleine Stands. Könnte man natürlich dann wunderbar alle praktisch hier so, ne, irgendwo mal an die Reihe setzen. Theoretisch auf diese Seite noch klatschen. Jetzt auf gleicher Höhe hier. Und hier. Im Prinzip sind die hier ja auch direkt dahinter.
So. Ich meine, wir haben ja das Geld eh gerade, ne? Also. Wir haben das Geld und machen damit dann noch mehr. Also, das ist natürlich doppelt gut für uns. Ja, dass man hier natürlich nicht drüber bauen kann. Das ist schon korrekt. Genau. So. Das Ganze machen wir mal noch mit 5 Arbeitern mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir brauchen dann noch mehr Trucks, die hier Afgas tanken. Procurement. Wo sind denn die ich nehmen wollte? Das sind diese hier, ne? Oh, der hat hier übrigens das falsche Symbol. Jet A müsste schwarzes Symbol haben. Haha, Fehler entdeckt. Bin ja mit Sicherheit nicht der Einzige. Von daher kaufen wir uns einfach nochmal 2. Ja, genau, hier oben ist nicht richtig. Da ist korrekt, unten nicht. Tja, das geht so leider nicht. Das kann man so nicht machen. So. Na, dann würde sich das hier oben auch ein bisschen verbessern. Ja, das ist halt zum einen nicht hier die Flugzeuge immer warten und so weiter und so fort, sondern auch hier die Landevorgänge und Startvorgänge wären dann durchaus etwas besser. Warum bleibt denn der eine grüne Punkt da oben an? Doch, dann bleibt der grüne Punkt eben. Ist auch egal. Ah ja, das sind unsere beiden neuen Tanklaster. Unsere neuen Tanklastwagen, da kommen sie. Und bis das, jetzt gibt es einfach nochmal. So, 20 neue Arbeiter. Sonst wird das hier nämlich, glaube ich, heute nichts. Genau, die fahren schon mal alle hier unten ein. Haben wir schon den neuen Vertrag beim letzten Mal gemacht? Nee, ne? Contracts accepted. Fuel. Nein, haben wir tatsächlich nicht. Fuel. Dann nehme ich nämlich Zip. Ja. Geld. Hallo, ich bin nur bei Fuel Suppliers. Contract. Zip Fuel, weil der uns 400.000 liefert. Sehr schön. Denn wir können hier dann direkt auch die neuen Tanks mit anbringen. Dann machen wir hier noch einen hin. Und da noch mal einen hin, bitteschön. So. Jetzt warten die da vor, um da hochzufahren. Die sind teilweise auch extremst bescheuert, nicht? So, die können wir auch schon mal wieder reparieren.
Und der Bau dauert doch länger, als ich dachte. Nehmen wir halt einmal alle Arbeiter. Gut, ist es ja auch. Das ist ja auch einiges, was hier gemacht werden muss. Oh, Klagenfurt am Wörthersee. Einmal in die Schweiz. Nach Auxerre in Frankreich. Seinäjoki, Ilmajoki in Finnland. Und, Vik auf Föhr. Schön. Ab nach Föhr. Wofür? Um da Urlaub zu machen? Dann hoffe ich mal, dass das noch was wird in dieser Folge. Sonst müsst ihr euch wieder einen Monat gedulden. Mit dem Bau hier. Wenn ich wieder doch auch mal ein bisschen Fortschritt haben, ne? Auch wenn das heute mit der Aufnahme alles überhaupt nicht so gut funktioniert. Aber ich weiß ja nicht, was los ist. Hallo? Flugzeug? Ah, jetzt. Haben die Nordic auch ein bisschen überarbeitet? Oder täuscht das? Ach, könnte natürlich auch täuschen. Könnte auch täuschen. So, schaut mal. Der ist doch schon mal fertig gebaut. Könntet ihr mal zuerst euch um die Start- und Landebahn kümmern, damit ich die endlich mal freigeben kann? Leute, was denn los? Immer diese komischen Arbeiter. Naja, vielleicht schaffen wir es dann auch in dieser Folge noch für den Donnerstag schon mal einen komplett neuen Plan zu erstellen, denn hier fehlt doch einiges. Ja, vielleicht lassen wir halt lieber ab jetzt immer nicht nur 55 Minuten, sondern vielleicht mindestens mal anderthalb bis zwei Stunden zwischen den einzelnen Flügen Platz. Ich glaube, das ist einfach besser handhabbar wegen irgendwelcher Verspätungen. Weil natürlich, wenn die GAs nicht mehr hier landen, sondern ab jetzt immer genau hier. Hallo? So. Dann gibt es eventuell weniger Verspätungen bei den Landungen. The person want can't move about the terminal. Du oder wer? Ich meine, ich finde das gut, dass eigentlich der Bug behoben wurde. Ich habe es gelesen, dass der Bug behoben wurde, dass alle Leute gleich aussehen. Das ist auch bei den Passagieren, Mitarbeiter noch nicht. Aber das hier, ist das Batman? Oder Batwoman in diesem Fall? Oder was ist los? Können wir bei ihr auch sagen, Reset Selected Person? Ja, können wir. Na, schon hat sie auch die weißen Haare. Na toll, da hat der gut funktioniert. Apropos, das hat ja gut funktioniert. Hat das denn hier gut funktioniert? Okay, du bist kein GA. Oder kommen einfach keine mehr, weil wir schon so spät in der Nacht haben. Nein. Oh. Ja. Toll. Ich ziehe erstmal alle Leute ab. Aber irgendein Punkt muss noch gebaut werden. Stand noch ein. Nee, ja, jetzt nicht mehr, jetzt sind es 0. Gerade stand da noch ein Objekt. Hallo, Flug.
Ja, gut, ich kann das Flugzeug nicht anklicken. Tut mir leid. Dann halt nicht. Naja, gut, wir haben das auf jeden Fall gebaut. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich kann mich noch an die Anfangszeiten erinnern, als dann bei solchen Konstruktionen die Flugzeuge hier drauf gefahren sind, hier rüber und da wieder rum. Aus irgendwelchen komischen Gründen, auch wenn hier kein Weg war, sind die trotzdem hier dann quer drüber gefahren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Okay, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal gibt es bestimmt dann auch ein paar Neuerungen beim Interface. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, mit Sicherheit. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Over and out.